Ich denke, man braucht etwas strengere Lehrer. Ich habe schon gehört, dass viele Lehrer sich auf dem Kopf rumtanzen lassen, ne? Und viele Eltern beschweren sich dann, wenn ihre Kinder eins auf den Deckel kriegen, ja, wie der Lehrer sowas tun kann, obwohl die ja meistens richtig kleine Biester sind. Also ich bin ja gerade noch Schülerin und also meine Erfahrungen sind eigentlich, dass die Lehrer so ganz kompetent sind und das nicht unbedingt was mit Strenge getan ist, sondern eher wirklich mit der Kommunikation und dass die Lehrer einfach mit uns umgehen, nicht als jemand, der denen untergestellt ist, sondern als gleichwertiger Mensch, ja. Wenn dann auch mal ein Schüler weint, weil der Lehrer sehr streng durchgreift, finden Sie das vertretbar? Härtet ihn doch nur ab, soll er durchhalten. Tja, harte Worte. Und wie war Ihr Lehrer? Streng oder sanft? Schönen guten Abend zu Klipp und Klar. Derzeit tobt eine heftige Debatte, wie sollen Lehrer mit Schülern umgehen. Allein in Berlin gibt es mehr als 1000 Elternbeschwerden gegen Lehrer, sagt die Schulverwaltung. Meine Tochter ist glücklicherweise noch nicht so alt, dass sie in die Schule muss, aber Natascha, deine hat schon ein paar Schuljahre hinter sich. Ist strenge und strenge Lehrer auch ein Thema bei euch zu Hause? Ja, ist bei uns ein Thema. Wir sind da durchaus auch unterschiedlicher Auffassung beide. Ich habe da so eine Standardantwort und die lautet, bei 31 Kindern in der Klasse müssen einfach gewisse Regeln eingehalten werden. Ein bisschen Strenge schadet da nichts. Es gibt aber auch durchaus andere Positionen. Wir haben ja schon vor der Sendung Mails erhalten, so hat uns Elke Meister aus Wilmersdorf geschrieben. Sie sagt, ich erinnere mich noch mit Schrecken an meine eigene Schulzeit, wie wir gedrillt wurden und den Launen unserer Lehrer ausgesetzt waren. Deshalb bin ich froh, dass Eltern heute aufstehen, sich wehren und ganz klar sagen, so nicht, denn auch die Würde eines Kindes ist unantastbar. Wie ist Ihre Haltung, wie ist Ihre Meinung? Sie können sich gerne einmischen. Und zwar zu diesem Thema Kampf im Klassenzimmer, kuscheln oder klare Kante. Und das diskutieren diese Gäste. Thomas Sonnenburg, der Sozialarbeiter, sagt, Lehrer haben eine Machtposition, die sie leider auch missbrauchen. Herzlich willkommen. Hallo. Arnulf Baring, der Historiker, ist überzeugt, Kinder werden heutzutage in der Schule mit einer Milde behandelt, als ob sie pflegebedürftig wären. Guten Abend. Ingrid Stamer, für die ehemalige Berliner Schulsenatorin steht fest, die Lehrer müssen die Schüler begeistern. Das passiert aber viel zu selten. Herzlich willkommen. Ja, richtig. Ja. Melanie Benner, die alleinerziehende Mutter, kritisiert, der Druck im Klassenzimmer ist viel zu groß. Viele Kinder haben Angst, in die Schule zu gehen. Guten Abend. Und Josef Kraus, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, sagt, Schule darf und muss auch anstrengend sein. Herzlich willkommen. Ich möchte die Chance nutzen zu einem etwas anderen Anfang, vielleicht weil wir selten drei Generationen Schüler am Tisch sitzen haben. Und da würde ich ganz gerne mit Herrn Baring anfangen. Sie sind in den 40er Jahren in die Schule gegangen. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihren Lehrern? Gute. Ich glaube, dass die Lehrer damals sehr motiviert waren, vor allem wenn man als Junge heute in der Schule ist, hat man sehr häufig nur Lehrerinnen. Und das fand ich damals sozusagen sehr gut, dass wir Männer hatten, die mit uns sozusagen auch ihre Streite anfingen. Und es waren ja meistens ältere Männer, weil die Jüngeren im Krieg waren. Nein, ich finde schon, dass das Komische beim Schulthema ist ja, dass jeder mitzureden glaubt, weil jeder mal in der Schule war. Und von 6 bis 100 finden sie jeden, der sagt, ich weiß genau, wie es in der Schule zugeht. Und natürlich haben die Schulen sich enorm verändert. Enorm verändert. Wenn man ich habe Kinder, die in den 40ern sind, Kinder, die um die 20 sind, die haben völlig verschiedene Welten erlebt. In der Schule, in der Art des Unterrichts, auch in der Art der Lehrer und in der Art der Eltern. Die verschiedenen Welten würde ich ja ganz gerne abholen. Frau Stamer, Sie haben 1962 Abitur gemacht in Bremen auf einem reinen Jungengymnasium als einziges Mädchen. Hat man da besondere Rücksicht auf Sie genommen? Nein, ich war auch nur in der Oberstufe das einzige Mädchen. Davor hatten wir eine Mischung, eine vorsichtige, die erste Koedukation. In der 8. Klasse waren wir 2/3 Jungs und 1/3 Mädchen. Koedukation heißt Mädchen und Jungen zusammen. Genau. Und die anderen Mädchen sind wirklich von dieser Schule vertrieben worden. Mit der Mitteilung, das hier ist ein Gymnasium für Jungen und das können Mädchen sowieso nicht schaffen. Da sind sie nur an mir gescheitert. Das war dann der Endeffekt, dass ich die letzten 2 Jahre alleine als Mädchen in der Klasse war.
Aber da musste ich natürlich mithalten. Es gab ein paar Sachen, die konnte ich gar nicht gut. Da fanden die Jungs es dann auch ganz schön, dass sie mir helfen konnten. Die üblichen natürlich, Mathematik und sowas. Mathematik. Herr Sonnenburg, Sie waren in den 70er Jahren in Eisenhüttenstadt in der Schule. Wie war das Verhältnis damals zu den Lehrern? Also erstmal war ich froh, dass wir auch ein paar Frauen als Lehrerin hatten, anders als bei Herrn Waring. Also ich fand das richtig gut. Und es gibt da eine schöne Geschichte. Also ich habe heute noch, nach so vielen Jahren, also ich bin ja vor 41 Jahren eingeschult worden und habe heute noch zu meiner Direktorin Kontakt. Und die lebt noch in Eisenhüttenstadt und das sagt eigentlich alles. Also sie ist immer an meinem Weg dran geblieben. Ich habe immer verfolgt, was sie als singende Oma zum Beispiel in Eisenhüttenstadt immer noch macht, da mit den Seniorenchören. Und das tut mir sehr gut und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an meine Schulzeit, weil ich gerade auch bei dieser Frau das Gefühl hatte, dass sie eben auch mit sehr großer Achtung uns Schülern gegenübergetreten ist. Und das hat sich bis heute bei mir fest verankert. Das klingt nicht nach besonders streng. Das war schon streng, aber sie war gerecht. Und das ist ein Unterschied. Ja, was zu dem Thema Oma sagen. Es ist nämlich ein ganz großes Problem in Berlin, weil das viel zu wenig geredet wird. Berlin hat jahrelang keine jungen Lehrer eingestellt. Ich habe Klassen in vielen Bereichen Berlins gesehen, das sind durchgängig Oma-Generationen. Und ob das für die Kinder wirklich gut ist, weiß ich nicht. Wir brauchen doch alle Generationen unter den Lehrern auch. Und da hat es Berlin gewaltig fehlen lassen. Aber gewaltig. In Berlin gibt es eine Lehrerin, die eine Debatte losgetreten hat, weil sie nämlich ganz klare Vorstellungen hat, was Schüler von Lehrern denken sollten. Wenn die Schüler einen für streng halten, erleichtert das die Arbeit. Frau Benner, Sie haben einen Sohn, der ist 11 Jahre alt und erstmal, der ist nicht bei Frau Sarrazin in der Klasse. Aber wenn Sie das hören, die Strenge erleichtert die Arbeit, ist das das, was Sie sich für Ihren Sohn in seiner Schule wünschen würden? Also ich denke, mit Strenge ist es einfach nicht getan. Klar muss es Richtlinien geben, damit die Kinder einen Rahmen haben, wie sie sich verhalten sollen und alles. Aber Strenge, wenn die Strenge dann ausartet in Beleidigungen und in Drohungen, sodass die Kinder in Stress fallen, ist die Leistung, die dann darauf folgt, einfach nicht mehr das, was man sich eigentlich wünscht. Klar. Für sein eigenes Kind. Ja. Natürlich braucht es aber Regeln. Hat Ihr Sohn sowas erlebt? Ja, also er ist jetzt in der 5. Klasse und nun geht es irgendwann dann auf die Oberschule. Gymnasium ist ein großes Thema. Und es wird regelmäßig gefragt, dann so, wer möchte denn nun aufs Gymnasium? Und dann heben die 3, 4 Schüler die Hand. Und die schlechten Schüler werden meines Erachtens nicht mehr groß beachtet. Es geht nur noch darum, die Gymnasialkinder irgendwie angeblich zu motivieren. Und es wird dann so gemacht, dass die gefragt werden, alles klar, du möchtest aufs Gymnasium? Na, so schaffst du es schon mal gar nicht. Wenn du weiter so machst, wirst du nichts anderes als Toilettenputzer. Also die ersten 3 Jahre war wirklich war so ein bisschen Laissez-faire-Unterricht, es wurde nicht viel gemacht. Dann auch noch das Projekt mit der Eingangsphase, gemischte Klassen und übergreifend, was ein bisschen gescheitert ist, meiner Meinung nach. Und 4. Klasse war dann eine Steigerung von Druck, die völlig in Ordnung war. Jetzt 5. Klasse artet es einfach aus, dass montags das erste Referat gehalten werden soll. Dienstag wird eine Navi-Arbeit geschrieben, Mittwoch wird eine Mathe-Arbeit geschrieben. Donnerstag geht es dann ins Museum, was klassenübergreifend irgendwie nochmal gemacht werden soll. Und am Freitag wird der Englisch-Test geschrieben. Da ist der Druck im Verhältnis zu den Jahren davor einfach in keinem Verhältnis. Und das artet in Stress aus. Und was Stress dann natürlich verursacht bei den Kindern, ist auch klar, dass keine Leistung mehr einfach erzielt werden kann, sondern dass zu Hause gesessen wird, so Mama, ich schaff's nicht aufs Gymnasium, wo ich dann das Kind beruhigen muss. Herr Kraus, Sie sind Präsident vom Lehrerverband. Wenn Sie das jetzt so hören, und da hört man ja auch was durch, dass also Stress und Druck, und da hört man natürlich auch so ein bisschen die Angst der Kinder mit, wenn man jetzt das hört und sagt, na, Kinder, die mit Angst zur Schule gehen und Angst, das nicht zu schaffen, muss man sich da nicht fragen, da machen wir aber grundsätzlich was falsch? Wir müssen aufpassen, dass wir die Angst nicht herbeireden. Man kann sie auch gesprächsweise sozusagen vermitteln. Es ist alles ein bisschen schwieriger. Ein kluger Mann hat mal gesagt, erziehen, ob nun in Schule oder in Familie, heißt führen und wachsen lassen. Beides unter einen Hut zu bringen. Führen heißt Orientierung vorgeben, fordern heißt aber auch wachsen lassen, eigenverantwortlich sich etwas entwickeln lassen, auch sich mal zurücknehmen als Erzieher, großzügig zu sein. Jede Überbetonung von einem dieser beiden Pole ist falsch.
Wenn ich nur führe, wird es autoritär, dann wird es Druck. Wenn ich nur wachsen lasse, dann wird es laissez-faire, dann wird es Beliebigkeit, dann wird es Kuschelpädagogik, ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht gerne mag, wird es Gefälligkeitspädagogik. Also die Mischung macht's. Und da muss der Vater, da muss die Mutter zu Hause unter Umständen stündlich neu entscheiden. Muss ich mehr führen, muss ich mehr wachsen lassen? Und der Lehrer bei 31, 32 zumal. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns ein bisschen in Richtung führen lassen, laissez-faire abgedriftet. Und das geht aber nicht in Klassen mit 31, 32. Da muss das Fordernde da sein, da muss ein Ordnungsrahmen da sein. Natürlich nicht das Angstmachende, das ist ganz klar. Also Frau Also das ist ein Stück Bekanntheit, dass ein Lehrer streng ist. Oder da stand meiner Ansicht nach bei dem Einspieler eben direkt Angst dahinter. Wenn die Kinder Angst haben, habe ich als Lehrer das Leben leichter. Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil ich damit gleichzeitig weiß, dass die Kinder... Angst macht dumm, eben. Sagt so, eine Redensart, ja, das ist ganz klar. Also, ja. dass die Schüler eine Lernmöglichkeit haben, die ich zu Recht von ihnen fordern kann, aber mit dem nötigen Respekt auch. Auch als Erwachsener muss ich den Kindern gegenüber Respekt haben, nur dann kann ich ihn einfordern. In der Lehrerausbildung kriegt man gesagt, Lehreräußerungen müssen reziprok sein. Reziprozitätsprinzip klingt natürlich ein bisschen geschwollen, heißt aber unterm Strich, das, was der Lehrer Schülern sagt, das darf umgekehrt der Schüler auch den Lehrern sagen. Das sind die vernünftigen Würdeformen im Umgang miteinander, das ist ganz klar. Aber einer muss der Chef sein, das ist klar. Es gibt mehrere Studien, Herr Kraus, die sich mal angeguckt haben, warum Lehrer Lehrer werden. Und die sind, ehrlich gesagt, meines Erachtens zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen, nämlich nur ein Drittel der Lehrer machen das, weil das ein Beruf für sie ist, weil sie da großes Interesse daran haben. Und zwei Drittel machen das, weil sie das sicher, also sich einen sicheren Arbeitsplatz finden wegen des Beamtentums oder einen Studienplatz nicht bekommen haben. Also, klare Frage, werden die falschen Lehrer? Also, lieber Herr Kliss, man muss nicht jede Studie glauben. Und die Inflation an Studien, die wir haben, die letzten Jahre, tausende von Seiten. Also, es sind nur Professoren müssen monatelang Forschungssemester haben. Weil ich mir schon vorstellen konnte, warum das kommt. Es sind drei Studien und es sind mehrere tausend Lehrer befragt worden, zum Teil über sechs Jahre begleitet. Also, das ist jetzt keine Fußgängerumfrage. Ich komme schon auf das Thema. Wir haben, jetzt nenne ich eine Zahl, bitte erschrecken Sie nicht, wir haben in Deutschland 800.000 Lehrer. Das sind keine 800.000 Helden und Heilige. Da gibt es solche und gibt solche, wie in jedem Beruf, in Ihrem Berufsstand, bei den Professoren, bei den Sozialpädagogen und so weiter mehr. Das ist ganz klar. Mein Problem ist zunächst mal, dass in Deutschland der Lehrerberuf nicht mehr die Attraktivität hat, dass er die höchstqualifizierten und die engagiertesten jungen Leute anlockt. Weil man ihn letztendlich auch totgeredet hat. Ja? Von Schröder bis Oettinger und von Beck, da kann ich alle Parteien nennen, faule Säcke, dumme und was weiß ich, alles und so weiter mehr. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall. In anderen Ländern, ich will jetzt, bin weit davon entfernt, Finnland heilig zu sprechen, als vermeintlichen oder angeblichen PISA-Sieger. Ja. Wenn dort ein Politiker oder ein Mann oder eine Frau der Öffentlichkeit dumm über Lehrer daherredet, sind die weg vom Fenster. Ja. Das fehlt mir in Deutschland. Eine natürliche Autorität auch im Ansehen. Das hätte das CSU-Mitglied natürlich bei Schröder besonders gewünscht. Ich habe es ja parteipolitisch neutral gesagt, ich habe ja Oettinger und Beck genannt. Ich wünsche mir was anderes. Ja? Ich wünsche mir, dass der Lehrerberuf in Deutschland wieder so attraktiv wird, dass wir wirklich auch die höchstqualifizierten 19, 20, 21-Jährigen reinkriegen. Das ist nicht mehr der Fall, darum haben wir in manchen Bereichen einen Lehrermangel. In manchen Bereichen, nicht in allen Bereichen. Und dann wünsche ich mir eine Eignungsberatung. Und dann wünsche ich mir so viele Bewerber, dass ich auch auswählen kann und nicht mehr jeden nehmen muss. Die strengen Lehrer, Herr Bargen, haben Sie sich in Ihrer langen sozusagen Elternschaft und Schulzeit jemals über einen strengen Lehrer